Also, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Aber bevor wir rübergehen, erstmal muss ich mich wieder bedanken beim lieben Moonlight, der gestern wieder 2 Euro gespendet hat. Warum hat er 2 Euro gespendet? Genau, damit mein Internet wieder funktioniert. Denn wir hatten gestern irgendwie leichte Internetprobleme. Dadurch ging, also was heißt dadurch, aber insgesamt ging auf einmal dann gar nichts mehr. Wir haben keine Runde mehr hingekriegt zum Spielen, wir konnten uns nicht mehr einloggen. Also Fortnite hatte da gestern Abend wohl anscheinend richtig Probleme, was generell das Einlog-Verfahren betrifft. Ich weiß nicht, ob es an Epic selbst lag oder eben an Fortnite, aber selbst bei Epic ging gar nichts. Deshalb musste ich gestern den Stream leider abbrechen, beziehungsweise wir haben dann halt aufgegeben, weil es funktionierte wirklich nirgends irgendwas. Aber natürlich nochmal Danke an dich, Moonlight. Und des Weiteren haben wir noch ein neues Mitglied. Wir müssen einmal Nico OG TV danken, dass er jetzt in der Familie ist. Sei gegrüßt. Ich hoffe, du hast Spaß bei uns, auch wenn du gestern nichts mehr in den Chat reingeschrieben hast. Aber natürlich auch an dich. Vielen Dank für den Support. So, dann gehen wir direkt mal rein in den Shop und gucken mal, was uns heute erwartet. Was sehen wir? Genau, der Herzensbrecher ist wieder da. Ah ja. Mr. Lami. Ja, was soll man zu dem Skin sagen? Ist halt wirklich so, ja, das typische Matto-Zuhälter-Outfit hoch 8, aber ne. Also den Skin werde ich mir in 100 Jahren nicht kaufen. Also da kann viel passieren, aber wenn, würde ich den nur kaufen, so just for fun. Aber ganz ehrlich, ist halt absolut nicht mein Geschmack. Auch das Rückenaccessoire. Nee, die Schleife hätte ich da zum Beispiel schon mal komplett weggelassen. Aber so an sich, dieser Skin gefällt mir absolut gar nicht. So, was haben wir noch dabei? Genau, das Schokolama. Ja, warte mal. Was macht denn wieder meine Katze? Nee, Katzen. So, des Weiteren haben wir noch. Oh, Arachne. Ja, so Skins mag ich ja, ich weiß nicht warum. Ich würde echt behaupten, dunkle Seite schlägt da wieder zu. Also, der Skin ist wirklich nice. Ob er 2000 V-Bucks wert ist, muss halt jeder selber entscheiden. Aber ich würde sagen, ja. Aber das Rückenaccessoire, ich glaube, da werden einige Frauen, Mädchen sagen, den spiele ich nicht. Ich glaube, wenn ich meiner Frau den Skin zeige, mit dem Rückenaccessoire, sagt sie direkt, mach weg. Weil der ist wirklich richtig krass, ey. Also das Rückenaccessoire ist echt heavy. So, des Weiteren haben wir natürlich noch den Netzfetzer dabei. Ja, er hört sich ganz normal an. Und der Flugheber. Da muss ich sagen, der ist auch nice. Irgendwie hat der Kleider was. Aber es ist halt natürlich die Sache. Es ist einfach eklig für jeden, der keine Spinnen mag. Ich mag sie natürlich auch nicht so wirklich. Aber ich sag mal so, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich muss auch nicht unbedingt anfassen. Also die kann jetzt neben mir hier in der Wand rumlaufen, solange ich sie sehe und weiß, die geht mir nicht über die Hand oder so, ist alles okay. Aber dann war es das aber auch. So, dann natürlich noch die männliche Variante. Da muss ich sagen, gefällt mir das Rückenaccessoire nicht so. Also ist das von der weiblichen Version deutlich besser. Dafür gefällt mir aber der Skin hier auch deutlich besser. Also der Skin ist wirklich nice. Aber halt 2000 V-Bucks. 2000 V-Bucks ist halt echt eine Hausnummer. Wenn ich mir dann immer denke, boah, das sind 20 Euro umgerechnet. Also das ist echt schon heavy. So, dann haben wir des Weiteren. Genau, F4 ist wieder zurück aus dem Shop. Haben sie eigentlich ziemlich schnell schon wieder eingeführt. Ich glaube, so lange ist es noch gar nicht her, als er drin war. Und ich muss sagen, im Spiel sieht man den auch nicht so oft. Also ihr sagt ja immer, ja, ich will einen OG-Skin, aber es gibt auch Skins allgemein, die werden fast nie gespielt. Vielleicht haben den Skin viele und er war oft im Shop, aber gespielt wird er nicht. Also man kann auch in meinen Augen seltenen Skin haben, der trotzdem oft im Shop ist, weil solange er nicht dauernd in der Lobby auftaucht, ist der Skin ja irgendwie doch selten. So, dann haben wir des Weiteren die Gaunerin. Ja, den, also gefühlt
den Skin hat jeder. Also ich glaube, zur damaligen Zeit hat sich den Skin jeder geholt. Weil man sieht ihn einfach so oft bei allen YouTubern und hast du nicht gesehen. Aber der Skin ist auch nice. Ob die 1500 Euro vor allem, ob die 1500 V-Bucks natürlich gerechtfertigt sind, ist natürlich wieder eine andere Frage. Und wundert euch nicht wegen den Nebengeräuschen, aber meine Katze turnt hier irgendwo rum. Ich weiß nur nicht wo. Dann haben wir noch ein doppeltes Spiel. Ja, die kleine Urlauberin, die ein bisschen als Agentin unterwegs ist, auch recht nice. Die Augenklappe, ja, doch, der Skin ist wirklich nice. Ist halt, ich weiß halt nicht, wie die Haare animiert sind im Winter. Ja, oder ob der Rock hochgeht. Ist jetzt nicht darum, um unter den Rock zu gucken, sondern einfach, es gibt ja auch diesen Skin aus der Wüste, wo der Rock dann immer mit hochgeht. Also ganz ehrlich, sowas feiere ich dann wiederum nicht so. Dann haben wir Rasender Ansturm. Den hat auch gefühlt jeder. Also das Emote haben sehr viele, definitiv. Dann haben wir, die Spektralhacke. Ich weiß nicht, dieses Design an sich von der Lackierung. Jeder feiert das, gell? Nur ich irgendwie nie so krass. Aber ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden, aber 800 V-Bucks für den Pickaxe, naja. Dann haben wir noch Rage Quit. Da gehen Grüße erstmal raus an den, der es mir geschenkt hat. Ich finde echt schade, dass hier nicht jetzt steht im Besitz und geschenkt von. Also das wäre echt noch nice von Epic. Ich würde mich freuen. Dann haben wir Wellengang wieder drin. Und ihr könnt auch Wellengang jetzt schon bei mir anhören. Auch in 15 Minuten Länge. Könnt die Musik im Hintergrund benutzen bei allen YouTube-Videos, die ihr erstellt. Also ein bisschen Support da lassen, einfach Wellengang angucken und Abfahrt. So, dann war es das eigentlich schon mit dem normalen Shop. Die Harley-Quinn-Paket. Das Harley-Quinn-Paket ist halt noch da. Ihr seht, warum kostet es bei mir nur noch 500 V-Bucks? Ganz einfach, weil ich den Skin schon gekauft habe und deshalb sind da halt schon die V-Bucks abgezogen. Ich könnte mir quasi jetzt noch den Harley-Ritter holen und die Punchline holen für insgesamt zusammen 500 V-Bucks. Ich bin auch die ganze Zeit im Überlegen, ob ich mir sie nicht holen soll. Aber ich weiß nicht, ich bin halt generell irgendwie geizig geworden, was V-Bucks betrifft. Ganz seltsam und komisch. Dann das Metallmaskenset ist immer noch im Shop. Wundert mich eigentlich, dass es wirklich immer noch drin ist. Weil gefühlt ist das jetzt schon ewig drin. Also da könnten sie eigentlich langsam mal was Neues einfügen. So, dann haben wir Liebesdorn noch drin. Ah, hatte ich ja gestern schon gesagt, der Skin an sich ist ganz okay, aber nur in der dunklen Variante. Aber desto länger man sich den anguckt, kann man inzwischen auch die Variante. Ihr wisst ja immer, Dinge ändern sich. Wenn man irgendwas länger sieht, irgendwann gefällt es einem doch besser. Dann haben wir ins Schwarze natürlich von gestern noch mit drin, in der zweiten Stilvariante, in Rosa. Also so ist er nice. Also ich habe gestern auch gesehen, ziemlich viele haben ihn gespielt. Aber gönnt euch. Gönnt euch einfach. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen allen Skins, die heute drin sind, würde ich echt sie hier nehmen. Preis-Leistungs-Verhältnis 1A. Also gut, drei Streiterin, wer die 800 V-Bucks übrig hat, schlag zu. Dann, ihr wisst ja, vergesst nicht Creator-Code einzutragen, YT-FamilyHack. Erstmal nochmal Dank an alle, die ihn eingetragen haben und an alle, die ihn auch benutzen, wenn sie sich irgendwas kaufen. In dem Sinne, genau. So, dann war es das erstmal mit dem normalen Shop. Wir gehen schnell rüber zu Rette die Welt, denn heute gibt es eine erfreuliche Nachricht. Epic Games gibt uns mal wieder V-Bucks. Ja, ihr habt richtig gehört, heute gibt es eine V-Bucks-Mission. Aber, jetzt kommt das Aber, nicht im Steinwald und auch nicht im Plankaton, sondern in Brutal. Und zwar Level 58. Wir gucken natürlich auch direkt, wo die Mission ist, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und dann würde ich mal sagen, lad schneller. Und, ja, morgen müsste ich V-Bucks bekommen. Heute noch nicht. Oh. Ach, ich wollte gerade sagen, kriege ich heute nichts fürs Einloggen?
Wie gesagt, morgen nochmal 150 V-Bucks, schmeckt auf jeden Fall. Katzenton da rum, die haben eben erst zu fressen gekriegt. Eieiei. So, dann gehen wir in Brutal rein. 58 hatte ich gesagt. Wer sucht, der findet. Wo sind wir denn hier? 58, 58. Boah, die V-Bucks-Mission müsste echt irgendwie anders dargestellt sein. Und noch 8. Ah, hier hinten ist er. Repariere den Schutzbunker. Dafür bekommt ihr halt, wie gesagt, 35 V-Bucks. Also vergesst es nicht zu machen. Dann noch schnell einen Lama-Shop rein. Gucken, ob was für ein Schleuderaffe dabei ist. Lama-Herde. Ja, es gibt einen legendären. Oh, da sind aber einige drin. Aber für 400 V-Bucks, naja, ihr wisst ja, das müsst ihr bitte selber entscheiden. Im Shop selber drin hat sich nichts geändert. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Euch noch einen schönen Tag und in dem Sinne, haut rein.